Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Update-Video. Hier seht ihr, wie wir Belladonna das erste Mal auch tatsächlich richtig die Hufe machen konnten. In den Tagen danach sind wir dann von der Wiese in den Stall umgezogen, um einfach so bessere Trainingsmöglichkeiten zu haben. Dies ist eine kleine Sequenz zum Thema Freiarbeit, was sie auch sehr, sehr gut macht, woran man auch das beginnende Vertrauensverhältnis sehr gut sehen kann. Auch beim Putzen haben wir sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Ich kann sie mittlerweile anbinden und es ist ja auch relativ egal, wie viel drumherum los ist. Hier seht ihr die kleine Maus das erste Mal dann auch in Bewegung mit Sattel und das macht sie auch echt alles super. Natürlich ist sie da noch ein bisschen unausbalanciert, rennt ab und zu nochmal, aber die Grundlagen sind auf jeden Fall gelegt. Sie bewegt sich sehr, sehr schön, finde ich. Sie läuft auch sehr, sehr rund auf beiden Händen und ich bin gespannt, wie sie sich dann letztendlich auch im Trab und Galopp und am Sattel präsentieren wird. Und natürlich folgen dann auch schon die ersten Versuche, sich mal drüber zu lehnen. Und da sie da tatsächlich sehr, sehr brav war und eigentlich gar nicht gezuckt hat, habe ich mich dann dazu entschlossen, mich auch das erste Mal auf sie draufzusetzen. Und das, was ihr hier im Video seht, ist tatsächlich auch das allererste Mal, dass ich auf ihrem Rücken bin. So, und zum Schluss haben wir dann auch noch das Training begonnen, das Taste of Belladonna sich auch von fremden Personen halftern und einfangen lässt.